Herzlich willkommen zum Rückblick zu quadratischen Funktionen. Wir wollen uns heute die Nullstellen nochmal angucken und auch, wie man die Schnittpunkte bei quadratischen Funktionen berechnet. Zuerst einmal die Nullstellen. Ich habe jetzt hier zwei quadratische Funktionen. Einmal habe ich eine Geradengleichung in der Scheitelpunktform, da kann ich ja direkt schon den Scheitel ablesen. Und einmal in der Normalform, so dass hier alles schon ausmultipliziert worden ist. An beiden Stellen möchte ich jetzt hier die Nullstellen ausrechnen. Wie mache ich das? Nullstellen ist ja nichts anderes als die Stellen, wo mein y 0 ist. Also, um Nullstellen zu berechnen, sage ich, y ist 0. Und wenn y 0 ist, dann schreibe ich also hin, 0 ist gleich x plus 2 in Klammern zum Quadrat plus 1. Und jetzt möchte ich diese Gleichung, die ich dadurch gemacht habe, ausrechnen für mein x, um eben diese Nullstellen zu berechnen. Machen wir das Ganze, indem wir es ausrechnen. 0 ist gleich binomische Formel x Quadrat plus 2 mal x mal 2, also 4x, plus 2 zum Quadrat, also 4, die 1 hinten nicht vergessen. 0 ist also x Quadrat plus 4x plus 5. Perfekt für PQ-Formel, da ist eine 0, vorm x Quadrat steht nichts mehr, also PQ-Formel. x1 ist minus 4 halbe plus die Wurzel aus 4 halbe zum Quadrat minus 5. So, und was kriegen wir nämlich damit raus, wenn wir das in den Taschenrechner eingeben? Da muss der Error rauskommen. Denn in der Wurzel hier ist negativ. Negativ bedeutet, dass ich einfach da nichts machen kann. Mathematisch gesehen ist es nicht möglich, hier auf eine Lösung zu kommen. Und das wiederum bedeutet, keine Lösung, also keine Nullstellen. Also auch das kann passieren. Wenn ihr euch dann nicht sicher seid, dann guckt erst nochmal, ob ihr alles richtig in den Taschenrechner eingegeben habt. Und die letzte Möglichkeit, das natürlich zu überprüfen, ist, zeichnet es euch auf. Und das kann ja eine reine Skizze sein. Ich mache euch das mal schnell vor. Was eben dann hier als Skizze zählen würde. Ihr macht einfach nur ein Koordinatensystem. Macht eine Skalierung, die einigermaßen passt. Also jetzt hier minus 1, 2, 3, minus 4 und hier 1, 2, 3, 4. So, und jetzt gucken wir uns den Scheitelpunkt an. Der Scheitelpunkt, das ist ja die Scheitelpunktform, kann ich also rauslesen. Beim x ist es um minus 2 nach links verschoben und um 1 nach oben. Also minus 2 hier rüber und um 1 nach oben, also ist hier mein Scheitelpunkt und die Parabel ist nach oben, also ist sie so. Und dadurch sehen wir direkt, aha, das mit den keine Nullstellen macht auch tatsächlich Sinn. Gut, gucken wir uns das nächste an. Beim nächsten steht drin, y ist gleich minus x² minus 6x minus 5. Und hier auch wieder für y gleich 0. Also steht hier 0 ist gleich minus x² minus 6x minus 5. Schön ist, ich muss jetzt hier nicht mehr ausrechnen, aber ich darf die PQ-Formel nicht anwenden, wenn da ein Minus vorsteht. Also muss ich sagen mal minus 1. Dadurch bleiben alle Zahlen von ihrem Wert her erhalten, aber das Vorzeichen ändert sich. Also steht hier ein x², hier ein plus 6x und hier ein plus 5. Jetzt kann ich die PQ-Formel wieder anwenden.
x1 ist gleich minus 6 halbe plus die Wurzel aus minus, nicht minus, plus 6 halbe zum Quadrat und dann minus 5. Diesmal kommt auch tatsächlich was raus. Ihr hört meine Tochter. Diesmal kommt tatsächlich was raus. Das kann ich sogar im Kopf rechnen. 3 zum Quadrat sind 9, minus 5 sind 4, die Wurzel aus 4 sind 2. Und hier habe ich minus 3 plus 2, ist also minus 1. Und x2, den ganzen Kram dahingeschrieben. 6 halbe zum Quadrat minus 5. Hier kommt ja wieder 2 raus und dann habe ich hier minus 5. Auch hier nochmal, die Skizze, die habe ich ja eh schon angefertigt. Wo wären wir also? Mein Scheitelpunkt, okay, den Scheitelpunkt, den müsste man jetzt erst noch ausrechnen. Ich weiß ihn schon, der Scheitelpunkt ist nämlich bei minus 3 und plus 4, der wäre hier oben. Und sie ist ja nach unten geöffnet, also würde sie hier rüber runterlaufen. Wo haben wir da? Ah ja, da ist die Nullstelle. Also würde die Nullstelle würde so hier runtergehen. Und auf der anderen Seite zu minus 5, also ungefähr so wäre die Parabel. Genau. Und deswegen nur eine Skizze. Ja, sowas dürftet ihr natürlich in der Abschlussprüfung, wenn drin steht, fertigen Sie eine Skizze an, dafür würde da keine Punkte kriegen. Aber für so eine Skizze, um selber zu verstehen, ob das richtig war oder nicht, ist die völlig ausreichend. Also unsere Werte passen hier. Hier müssen wir tatsächlich y mal nicht ausrechnen, weil wir ja schon wissen, dass y 0 ist. Also schreibe ich nochmal hin, n1, x ist minus 1 und mein y ist ja 0. Und n2 ist minus 5 und 0. Das waren Nullstellen. Ja, nochmal zur Erinnerung, ihr nehmt einfach die Parabelgleichung und setzt auf der einen Seite 0 und rechnet dann x1, x2 aus. Das sind dann immer PQ-Formeln, die ihr ausrechnen müsst. Keine Lösung, keine Nullstellen. Zwei Lösungen, zwei Nullstellen, wie jetzt hier in dem Beispiel. Und es gibt noch die Möglichkeit, dass eine Parabel genau hier drauf liegt. Dann hätte da genau eine Nullstelle. Das würde passieren, wenn in der Wurzel 0 rauskommt. Weil ob ich plus 0 oder minus 0 rechne, macht da keinen Unterschied. So, jetzt wollen wir doch auch noch gleich den nächsten Punkt machen, nämlich die Schnittpunkte. Ich habe jetzt hier mal ja diese grobe Zeichnung, das heißt, wir wissen jetzt schon, wie viele Schnittpunkte wir haben. Wir haben nämlich hier einen Schnittpunkt und da einen Schnittpunkt. Also, können wir hier von ausgehen, dass hier zwei Lösungen rauskommen werden. Warum sage ich das mit den zwei Lösungen? Es gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie jetzt auch bei den Nullstellen, dass wenn wir jetzt diese Parabel nehmen und diese hier, dass die sich gar nicht schneiden, dass die einfach aneinander vorbeilaufen, dann würde wieder bei so einer Rechnung Null rauskommen, eigentlich Null rauskommen, einfach ein Error rauskommen, dass es keine Lösung hat. Und es gibt die Möglichkeit, eine letzte seltene, aber auch möglich, dass die Parabeln sich genau hier in einem Punkt schneiden. In den meisten Fällen werden sie sich aber in zwei Punkten schneiden und somit könnte das folgendermaßen aussehen. Wir haben unsere Funktionsgleichungen x plus 2 in Klammern zum Quadrat plus 1 und die Funktionsgleichung y ist gleich minus x Quadrat minus 6x minus 5. Und auch die können wir wieder verbinden und zu einem Gleichungssystem machen. Also nehme ich die und schreibe die hier unten drunter. Y ist gleich minus x² minus 6x minus 5. Und unser y ist hier wieder gleich. Also kann ich das Gleichsetzungsverfahren nehmen. Und dann steht hier x plus 2 in Klammern zum Quadrat plus 1 ist gleich minus x² minus 6x minus 5. Wenn ich schon mal sowas gerechnet habe, hier oben, habe ich ja schon mal das Ganze ausmultipliziert, dann darf ich natürlich das Ergebnis von da nach hier auch nehmen, damit ich das Ganze nicht doppelt rechnen muss. Also kann ich sagen, statt dem hier nehme ich schon die Lösung, die ich da habe, nämlich x² plus 4x plus 5
ist das gleiche wie minus x² minus 6x minus 5. Und das Ganze löse ich jetzt auf. Alle x² auf eine Seite, also plus x², dann ist das da weg. 2x² plus 4x plus 5, das x² ist weg, also hier nur noch minus 6x minus 5. Und dann plus 6x, weil ich möchte ja alles auf die eine Seite bringen, um 0 zu haben. Eine quadratische Gleichung kann ich nur mit PQ-Formel lösen. 2x² plus 10x plus 5 und dann habe ich hier noch minus 5. Das kriege ich weg, indem ich plus 5 rechne. 2x² plus 10x plus 10 ist gleich 0. PQ-Formel darf ich erst anwenden, wenn vor meinem x² nichts mehr steht. Also geteilt durch 2. X² plus jedes Element muss durch 2 genommen werden. Also wird aus 10x 5x und aus 10 wird 5. Und 0 durch 2 ist weiterhin 0. So, und jetzt kann ich meine PQ-Formel anwenden und dann steht da drin, x1 ist gleich minus 5 halbe plus die Wurzel aus 5 halbe in Klammern zum Quadrat minus 5. Und das gleiche natürlich für mein x2. Ups, minus. Flüchtigkeitsfehler. So, und da müssten, oh, das kann ich nicht im Kopf rechnen. Da muss ich auch eingeben. Also minus 5 halbe plus die Wurzel, ups. Wurzel aus. Was macht dann jetzt? Die Wurzel aus. Richtig. So. Klammer auf. 5 halbe. Klammer zu. Zum Quadrat. Das bitte nicht vergessen. Das ist einer der häufigsten Fehler, dass man das Quadrat innen drin vergisst. Und das Ergebnis mag ich nicht. Wellentaste. Und dann habe ich hier einmal einen Schnittpunkt bei minus 1,38. Und dann gehe ich nochmal nach oben und tausche das Plus vor der Klammer durch ein Minus aus. Und bekomme raus minus 3,62 gerundet. So, hier habe ich jetzt aber natürlich noch einen passenden Y-Wert. Wir befinden uns ja nicht auf der X-Achse. Das heißt, es ist nicht automatisch 0 wie bei den Nullstellen, sondern wir müssen sie noch ausrechnen. Dafür brauchen wir eine Funktionsgleichung. Nehmen wir uns doch die und setzen dann ein. Einmal für x1 gleich minus 1,38. Y ist gleich x plus 2, Klammern zum Quadrat, plus 1. Und jetzt setze ich eben ein. Minus 1,38 plus 2, in Klammern zum Quadrat, plus 1. Und das gleiche mache ich dann für x2. Diesmal spare ich mir das extra hinschreiben, diesmal setze ich direkt ein. So, und was kommt raus? Klammer auf, minus 1,38 plus 2, Klammer zu, zum Quadrat. Plus 1, 1,38 und das gleiche gebe ich nochmal ein und tausche den Wert um, 3,62 und da kommt 3,62 auch raus. Oh, ja, tatsächlich. Also, und wenn ich mir das auf der Zeichnung angucke, gut, ich bin hier ein bisschen daneben geraten tatsächlich, aber bei minus 1,
3,8, das wäre ja irgendwo hier, zack, zack, zack nach oben. Also haben wir da ungefähr einen Schnittpunkt. Ja, das passt. Und der andere ist bei minus 3,62. Ja, für die Skizze reicht es jetzt in dem Moment. Wenn ihr euch dann natürlich mehr sicher sein wollt, weil ihr noch Zeit habt, ordentlich zeichnen und dann wird das auch so rauskommen. So. Das wäre jetzt für zwei Schnittpunkte gewesen. Wie gesagt, es gibt auch den Fall, dass wir nur einen Schnittpunkt haben. Der ist sehr selten, dass sie sich im Scheitel dann treffen. Kann aber auch sein, dass sie so einfach beieinander liegen. Dann werden wir hier einen Schnittpunkt haben. Und es gibt die Möglichkeit, dass sie einfach völlig voneinander getrennt liegen. Also diese hier und diese hier, die werden sich überhaupt nicht treffen. Das nochmal zur Wiederholung.